Herr Wöll, wie groß ist die Hoffnung auf ein positives Löwenjahr 2015? Positives. Ich glaube, dass wir drinbleiben. Das ist aber das einzig Positive dann, was wir erreichen können. Wer sind die großen Hoffnungsträger für 2015? Dass wir nur drei schlechtere finden, die wir hinter uns bleiben. Was muss sich ändern bei 60? Ich glaube, ein neuer Trainer in der sportlichen Führung. Und dann im Sommer wieder neue Spieler. Warum so pessimistisch? Weil die letzte Jahr oder für mich die Vorrunden, die haben eigentlich das Knackbruch. Die haben mich sehr enttäuscht. Das war das Schlimmste, glaube ich, seit 20 Jahren. Warum? Ja, weil sportliche Leistungen, ich meine, zu wenig Siege, ein Heimsieg bloß in der ganzen Vorrunden, und das ist einfach zu wenig.